Liebe Mitglieder und Freunde des Wirtschaftsbeirates Bayern, wir alle sind im Krisenmodus. Dies gilt auch für die Europäische Union. Mir ist heute wichtig, kurz aufzuzeigen, was auf europäischer Ebene alles bislang unternommen wurde, um gut durch die Krise hindurchzukommen und wie die Überlegungen auch sind mit Blick auf nach der Krise, Post-Corona-Zeit, was können wir auf europäischer Ebene unternehmen, um unsere Wirtschaft zu stärken, um unsere Betriebe zu stärken, um Perspektiven für die Arbeitnehmer zu schaffen. All das ist bereits in der Diskussion und darüber würde ich gerne heute sprechen. Was ist bislang geleistet worden auf europäischer Ebene? Zum einen war für uns wichtig, auch einen Beitrag zu leisten, dass die Gesundheitssysteme in den Mitgliedstaaten stabilisiert werden. Also ganz konkret sind Schutzausrüstungen, Atemschutzgeräte, Beatmungsgeräte hier in die Krisenregionen geliefert worden. Es gibt europäische Ärzteteams, die vor Ort im Einsatz sind. Und last but not least ist aus unserem europäischen Haushalt viel Geld zur Verfügung gestellt worden, damit ein Impfstoff entwickelt werden kann, damit Medikamente, Therapien entwickelt werden können gegen Covid-19. Über 130 europäische Teams arbeiten gerade an Impfstoffen und Medikamenten und Therapien, internationale Teams, die versuchen, hier den Durchbruch zu schaffen. Wir haben als zweites auch einen finanziellen Schutzschirm aufgespannt. Sie kennen das von Bayern, Sie kennen das von Berlin, von der Bundesebene, aber auch Europa war nicht untätig. Die EZB hat ein Anleihekaufprogramm verabschiedet von 750 Milliarden Euro und wir haben in unserem Haushalt über die EIB, über den ESM viel, viel Geld hier in die Hand genommen, um auch nochmal eine halbe Billion locker zu machen, damit die Mitgliedstaaten Liquidität haben und damit auch die Betriebe vor Ort unterstützt werden können. Was uns zum Dritten besonders wichtig war in der Europäischen Union, das ist unser europäischer Binnenmarkt. Wir wollen sicherstellen, dass unser europäischer Binnenmarkt nicht komplett lahmgelegt wird. Natürlich muss aus Sicherheitsgründen, aus Gesundheitsgründen heraus jetzt müssen strenge Grenzregime gefahren werden. Ist es zu Reisebeschränkungen gekommen, zu Kontrollen an den Grenzen? Aber ich fand es wichtig, dass durch die Einrichtung von sogenannten grünen Korridoren jetzt die LKWs mit den Waren und Gütern wieder passieren können. Das ist für unsere Versorgung ganz wichtig. Und zum Zweiten haben wir durch Liberalisierung auch des Grenzregimes koordiniert sichergestellt, dass es auch Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt, dass also unsere Saisonarbeitnehmer, unsere Erntehälfte, unser Pflegepersonal einfach von einem Land ins andere gehen kann, ohne an der Grenze daran gehindert zu werden. Ja, viel gelaufen. Wir überlegen permanent, wie wir auch in der Krise unterstützen können. Mit Blick auf das, was vielleicht in ein paar Monaten dann hier umgesetzt werden muss, auch da machen wir uns Gedanken. Ich glaube, wichtig ist, dass man zum einen einen Plan hat in jedem Mitgliedsland. Wie fährt man wieder kontrolliert hoch? Wie schafft man wieder öffentliches Leben? Wie unterstützt man die Betriebe, damit sie nach dieser Durchstrecke auch weiter wieder hochfahren und ihre Tätigkeit aufnehmen können? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns in Europa auch Gedanken machen, wo müssen wir autonomer werden? Die Krise hat ja gezeigt, dass es Engpässe in der Arzneimittelversorgung gab, dass wir zum Teil auch, was Lebensmittel anbelangt, abhängig sind. Also ganz konkret müssen wir uns entscheiden, wo müssen wir autonomer werden. Ich denke, die Krise hat gezeigt, wie wichtig digitale Infrastruktur ist. Ich glaube, wir müssen die Lehren aus der Krise nutzen, um massiv in den Ausbau und Aufbau digitaler Infrastruktur noch weiter zu finanzieren. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wo wir auch von Regulierungsvorgaben ablassen können, wie wir die Betriebe noch mehr unterstützen können durch Abbau von Bürokratie, von Vorgaben, von Regularien, damit die Betriebe auch den Spielraum haben, ihre Unternehmung wieder hochzufahren. Ja, und last but not least, für mich ganz wichtig, dass wir solidarisch in Europa sind. Wenn wir den Binnenmarkt erhalten wollen, wenn wir die Freizügigkeit haben wollen, wenn wir wieder ohne Grenzkontrollen hier in Europa unterwegs sein wollen, und das wünsche ich mir zutiefst, dann geht das nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, in den Tagen ist es so wichtig wie selten zuvor, dass wir gelebte europäische Solidarität haben.
Also die Diskussion um die Corona-Bonds, glaube ich, bringt uns nicht weiter. Wichtig ist, vor Ort ganz konkret Hilfestellungen zu leisten und auch diese finanziell wirklich ganz groß ausgestatteten Budgets hier zu nutzen. Ich glaube, das ist wichtig und Hilfe zu zeigen, Solidarität zu zeigen. Wenn manche Mitgliedstaaten das Gefühl haben, sie werden in dieser Pandemiekrise alleine gelassen, dann wird das auf Dauer auch Schaden für die Europäische Union, für unseren Zusammenhalt nehmen. Und deshalb leisten wir Solidarität, helfen wir unseren Nachbarländern, unterstützen wir sie, wo wir nur können, gerade mit Blick aufs Gesundheitssystem, gerade mit Blick auf den Binnenmarkt wiederbeleben. Ich glaube, dann haben wir eine gute Chance, am Ende des Tunnels auch wieder Licht zu sehen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und ja, wenn Sie Anregungen haben, auch wir im Wirtschaftsbeirat Bayern arbeiten gerade an einem Strategiepapier, was unsere Vorschläge sind für das Hochfahren und die Unterstützung unserer Betriebe hier vor Ort. Schicken Sie es uns einfach rein oder teilen Sie uns das über unsere Social-Media-Kanäle mit oder rufen Sie einfach an, was Ihnen am liebsten ist. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, wir freuen uns auf einen Austausch und einen Dialog. Und nochmals, das Wichtigste ist, dass Sie alle gesund bleiben. Und ja, bis zum nächsten Mal und schön, dass Sie zugeschaltet haben.